Der 25. Parteitag der CDU Deutschlands ist zu Ende gegangen. Hermann Gröhe, der Generalsekretär, ist jetzt zu uns gekommen. Herr Gröhe, wie war's? Wir fahren in wunderbarer Stimmung jetzt nach Hause. Das war das, was wir uns erhofft haben. Toller Rückenwind für David McAllister. Personelle, programmatische Weichenstellung. Lebendige, muntere Diskussionen. So macht Volkspartei richtig Freude. Was war Ihr persönlicher Lieblingsmoment in den letzten beiden Tagen? Also natürlich war es eine Riesenstimmung, als der Parteitag begeistert reagierte auf das tolle Ergebnis von Angela Merkel. Die Geschlossenheit, der Siegeswille, der da zum Ausdruck kam, das war großartig. Und mich hat riesig begeistert die tolle Präsenz der Niedersachsen. Die haben gesagt, das ist unser David, den machen wir hier stark, den unterstützen wir. Und das war eine klasse Stimmung. Wie viel Rückenwind nehmen Sie mit für 2013 von diesem Parteitag? Das ist das Wichtigste, dass die Partei geschlossen mit Siegeswille rangeht, sich nicht nur erfreut dessen, was wir schon geleistet haben, nicht zurückschaut, sondern sagt, wir haben jede Menge vor. Und wir haben hier mit unserem Beschluss, starkes Deutschland, Chancen für alle, eben genau das zum Ausdruck gebracht. Das, was wir noch mit Deutschland vorhaben, damit auch für unsere Kinder und Enkel ein gutes Land gebaut wird. Wir haben eine erfolgreiche Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende. Dem Land geht's prima, wir haben was vor für die Zukunft. Der Wahlkampf soll ruhig kommen. Vielen herzlichen Dank.